In diesem Video geht es um das Verfahren der finiten Differenzen im Zeitbereich. Dieses Verfahren basiert auf der finite Differenzenmethode, bloß dass zu den dort behandelten räumlichen Ableitungen jetzt noch eine zeitliche Ableitung oder zeitliche Abhängigkeiten, zeitabhängige Lösungen dazukommen. Im Englischen heißt dieses Verfahren auch Finite Differences in Time Domain, was dann häufig mit dieser Abkürzung FDTD bezeichnet wird. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man das Video zu der finiten Differenzenmethode in einer Raumdimension angeschaut und verstanden haben, weil die dort hergeleitete Zentraldifferenznäherungsformel für die zweite Ableitung auch hier wieder Anwendung findet. So, auch hier ist das Schlaue, sich das Ganze wieder an einem Beispiel anzuschauen. Und um zu beginnen, nehmen wir erstmal eine eindimensionale Wellengleichung, also beschränken uns auf eine Raumdimension, und zu dieser einen Raumdimension kommt jetzt noch eben eine zeitliche Dimension dazu. So, diese 1D-Wellengleichung kann man folgendermaßen schreiben. Ich schreibe die mal für eine Funktion e. Dieses kleine e soll eben für eine Zeitfunktion stehen und das e an sich für eine elektrische Feldstärke. Und diese elektrische Feldstärke oder das Feld an sich hängt jetzt eben von der räumlichen Koordinate x und von der Zeit t ab, und diese Wellengleichung verknüpft jetzt die zweite zeitliche Ableitung mit der zweiten räumlichen Ableitung, also der zweiten Ableitung dieser Funktion e von x und t nach x. Und der Faktor, der hier drinnen noch auftaucht, dieses c, das ist eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen, und die Lösung dieser Wellengleichung, die kann man erstmal so ganz formal hinschreiben, dass e von x und t besteht dann eben aus einer hinlaufenden Welle, e plus, also die sozusagen in positiver Richtung läuft, und die hängt von x minus c mal t ab, und einer rücklaufenden Welle e minus, die eben in umgekehrte Richtung läuft und von x plus c mal t abhängt. So, und wie diese Wellen jetzt eben genau aussehen und wie groß die sind, das hängt dann davon ab, wie die Anregung dieses Feldes ist, wie die Randbedingungen aussehen und so weiter. Also, so kann man sich formell diese Lösung vorstellen. Es geht jetzt aber darum, eben diese Differentialgleichung wieder nicht analytisch zu lösen, sondern diese Differentialgleichung numerisch zu lösen. Und die exakte Lösung ist dann eben erst wieder durch gewisse Anfangs- und Randbedingungen festgelegt. Das ergibt die genaue Gestalt dieser Lösung. So, und jetzt ist es sicherlich erstmal schlau, sich dieses Lösungsgebiet ein bisschen zu skizzieren. Da tauchen eben zwei Dimensionen auf, nämlich die räumliche Richtung, die bezeichne ich hier mal mit x, und die zeitliche Richtung, die bezeichne ich mit t. Und dieses räumliche Lösungsgebiet wird jetzt mal vollkommen beliebig festgelegt, dass das halt bei 0 beginnt und bis zu einer Variable, die mit a bezeichnet wird, also bis a läuft. Also das ist das räumliche Gebiet, und jetzt braucht man eben noch die zeitliche Richtung, die ist hier in diese Richtung festgelegt. So, das ist das Gebiet. Jetzt fängt man wieder an, das zu diskretisieren, also in irgendwelche Schritte aufzuteilen. Ich kennzeichne immer nur einen Schritt. Die räumliche Schrittweite wird dann wieder mit h bezeichnet. Und ich kennzeichne mal ein und zwei zeitliche Schritte. Und die zeitliche Schrittweite, die wird mit Delta bezeichnet, mit einem kleinen Delta. Das ergibt den räumlichen Schritt. So, und jetzt kann man die Randbedingungen festlegen, also die hier an den Rändern dieses Lösungsgebietes gelten. Und zwar können wir mal schreiben, dass das e eben an dieser Stelle 0 und dann für alle t, also klein e, die gesuchte Funktion ist an dem Rand an der Stelle 0 und für alle t festgelegt durch eine Funktion. Das a ist schon weg, die nächste Variable, die überbleibt, ist b, also der Rand hier, der soll mal durch eine Funktion b von t gegeben sein, und die müsste dann eben bekannt sein.
Also es müsste eine bekannte Randbedingung sein. Und genauso an dem anderen Rand hier bei a und t wäre es auch nicht schlecht, wenn diese Randbedingung gegeben wäre. Das c als Variable ist auch schon weg. Da nennen wir das mal nicht c, sondern d von t. Also an diesem Rand heißt die Bedingung, die Funktion d von t. Auch diese Funktion sollte gegeben sein. So, und dann sollte man noch die Anfangsbedingung festlegen. Die Anfangsbedingung schreibe ich mal hier drunter. Hier ist vielleicht noch ganz gut Platz. Und die Anfangsbedingungen müssten jetzt eben festlegen, was passiert denn für alle Orte hier entlang dieses Ortsbereichs, aber eben zum Zeitpunkt 0. Also wir müssten festlegen, dass e von x für alle x zum Zeitpunkt 0. Und ja, das soll mal gekennzeichnet sein durch eine Funktion f von x. Das e ist ja auch schon weg als Variable, also hier unten muss das f von x festgelegt sein. Und dann bräuchte man noch die, nur wenn das eine Wellengleichung oder eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist, dann braucht man als Anfangsbedingung, damit das eindeutig lösbar ist, auch noch die erste Ableitung. Also die erste Ableitung für alle Orte x zum Zeitpunkt 0 nach t abgeleitet, und das soll mal gegeben sein durch eine Funktion g von x, die dann eben auch an diesem unteren Rand hier bekannt ist. Also die Funktion b von t und d von t und f von x und g von x, die müssen gegeben sein, damit man diese Differentialgleichung dann eindeutig lösen kann, als Randbedingung und als Anfangsbedingung. So, damit sind diese Bedingungen festgelegt. Das Ganze ist auch diskretisiert, das Lösungsgebiet, und jetzt kann man eigentlich anfangen und kann mal die Differentialgleichung umformen, also diese Wellengleichung nehmen. Wir nehmen jetzt, ich nehme mal eine andere Farbe, weil jetzt fängt das eben an, hier mit die Schreibweise mit diskreten Funktionen zu benutzen. Und setzen jetzt für diese zweite Ableitung hier und für diese zweite Ableitung hier die Zentraldifferenznäherungsformel ein, die in dem Video mit den Finitdifferenzen in einer Raumdimension hergeleitet wurde. So, und die sieht dann folgendermaßen aus, dass man diese zweite Ableitung hier eben ersetzen kann durch die diskrete Funktion groß E, und hier geht es ja um die zeitliche Ableitung, also wir brauchen jetzt mal noch ein Index, der für den Ort gilt, und dieser Index hier, der soll mal i sein, und das i soll halt von 1 laufen bis zu einer Variable hier an dieser Stelle groß i, und in t Richtung ist die Laufvariable, die ist mit n bezeichnet. Und auch das n läuft halt von 1 los, ja, und dann fortlaufend mit natürlichen Zahlen. So, und um diese zweite Ableitung nach der Zeit jetzt eben mit der Zentraldifferenznäherungsform hinzuschreiben, müssen wir für alle Orte i, brauchen wir jetzt den Nachfolger in der Zeit, dann minus 2 mal die Funktion an der Stelle i und n und den Vorgänger in der Zeit, also an der Stelle i und n minus 1. Und das Ganze geteilt durch das Quadrat der zeitlichen Schrittweite. Und das Ganze soll eben so groß sein wie c Quadrat mal diese räumliche Ableitung. In dieser räumlichen Ableitung steckt jetzt eben drin der Nachfolger in der räumlichen Richtung zum Zeitpunkt n minus 2 mal der Funktionswert der diskreten Funktion an der Stelle i und n, und dann plus der Vorgänger in räumlicher Richtung, also i minus 1 und n. So, und das Ganze geteilt durch das Quadrat der räumlichen Schrittweite. Das ist jetzt diese Wellengleichung aufgeschrieben in diskreter Form. Jetzt kann man sich das Ganze angucken. Also hier steckt halt jeweils immer wieder ein Wert in der Mitte dieses Gitters drin und dann der Nachfolger und Vorgänger in räumlicher Richtung und der Nachfolger und Vorgänger in zeitlicher Richtung.
halt. Aber die zeitlichen Richtungen stehen hier, die räumlichen Richtungen stehen auf dieser Seite. Jetzt kann man anfangen und versuchen, das Ganze ein bisschen einfacher zu schreiben. Was natürlich an der Gleichung so ein bisschen nervt, sind diese Brüche hier. Wenn man sich mal eine neue Variable definiert, die nenne ich Rho, und das Rho soll mal sein C mal, also das, was hier auftaucht, wenn wir das Delta noch rüber multiplizieren, C mal Delta durch H, dann können wir halt diese ganzen Konstanten, die auftauchen, die Schrittweite, zeitlich, räumlich und die Ausbreitungsgeschwindigkeit, können wir zu einer Konstante zusammenfassen. So, und dann können wir noch, das schreibe ich mal in grün, den Nachfolger und den Vorgänger in räumlicher Richtung zu einer neuen Variable zusammenfassen, die heißt S, so dass das S an der Stelle I und N eben, ja, genau diese Summe hier ist, aus dem räumlichen Nachfolger zum Zeitpunkt N und dem räumlichen Vorgänger zum Zeitpunkt N. So, und dann kann man mal scharf auf diese Gleichung draufschauen und stellt fest, wir können jetzt, ich nehme mal noch eine neue Farbe, diese Variable hier, also die, das Feld, die elektrische Feldstärke zum nächsten Zeitpunkt ausrechnen aus dem aktuellen Zeitpunkt, der taucht hier auf und der taucht hier auf und der taucht hier auf und hier auf und aus dem vorherigen Zeitpunkt. So, also stellen wir das Ganze mal so ein bisschen um. Und zwar in diese Richtung. Dann steht hier E zum, am Ort I zum Zeitpunkt N plus 1 ergibt sich. So, das ist weg, das ist weg und das ist weg, ist zu diesem Rho zusammengefasst. Dann haben wir das hier auf diese Seite rüber addiert, ergibt eben zweimal diesen Term. Und dann haben wir genau den gleichen Term hier noch, minus zweimal multipliziert mit dem Rho, also ergibt sich 2 minus 2 mal Rho Quadrat in Klammern mal das E an der Stelle I und N. Dann aus diesen drei Variablen ist ja dieses Rho geworden. Diese beiden grün umkreisten haben wir zu dem S zusammengefasst, also plus Rho Quadrat mal S an der Stelle I und N. Und das Einzige, was da noch überbleibt, ist dieser Term. Ne? Der steht hier mit einem Plus. Wenn man ihn auf die andere Seite rüberholt, steht da minus E von I und N minus 1. So, jetzt kann man sich diese Gleichung mal so ein bisschen anschauen und stellt fest, dass hier, das ist der neue Zeitschritt, den man ausrechnen will. Die Information, die hier drin steckt, in diesem, das ist der aktuelle Zeitschritt. Und das ist alles zum Zeitpunkt N minus 1, das ist ein alter Zeitschritt. So, und diese Gleichung ist schon mal ziemlich gut, weil die sagt, wir können das Feld an allen Orten zu einem neuen Zeitpunkt ausrechnen, aus dem Feld vom aktuellen Zeitpunkt an dieser Stelle und an den beiden Nachbarpunkten und aus dem Feld an dieser Stelle vom vorherigen Zeitpunkt. Damit ist eigentlich das Problem schon so gut wie gelöst. Die Sache ist nur, naja, man hat ja nur diese Anfangsbedingung zu einem Zeitpunkt und man müsste einmal noch sozusagen den zweiten Zeitpunkt festlegen. Wenn man den ersten Zeitpunkt hätte und den zweiten Zeitpunkt hätte, dann könnte man den dritten Zeitpunkt ausrechnen. Und dann kann man eben den zweiten und den dritten hier einsetzen und den vierten ausrechnen und so weiter und so fort. Also das Feld zum Zeitpunkt n plus 1 kann aus der Kenntnis des Feldes zum vorherigen Zeitpunkt n und zum vorvorherigen Zeitpunkt n minus 1 bestimmt werden. Das heißt, wir müssten mal eben noch eine Gleichung aufstellen, mit der sich, also der erste Zeitpunkt ergibt sich aus den Anfangsbedingungen, aber mit der sich der zweite Zeitschritt, also hier an diesem Gitterpunkt zu dieser Linie, das Feld bestimmen lässt. Ein Kommentar noch, ohne das Ganze jetzt zu beweisen, diese Gleichung hier, die hier aufgeschrieben ist, die ist dann stabil, wenn dieses Rho hier kleiner gleich 1 ist. Das ist die Stabilitätsbedingung, die
wird jetzt nun mal nur ohne Beweis angeführt, das würde jetzt zu weit führen. So, bevor man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wie man diesen zweiten Zeitschritt bestimmen kann, könnte man erstmal noch die Randbedingungen und die Anfangsbedingungen hier in diskreter Form hinschreiben. Dafür nehme ich mal auch diese blaue Farbe. Und dann würde eben aus dieser Anfangsbedingung hier folgen, dass wir das E ja, zum am Ort 0 und der Ort 0 soll hier schon den Index 1 bekommen, also das E am Index 1 und dann für alle Zeiten und die Zeiten wären eben n mal Delta, obwohl halt in dem E benutzen wir ja nur das n als Index. Also das E an der Stelle 1 beim ersten Index und dann für alle Zeiten n. Ja, das kann man jetzt einfach hier wieder auf die Funktion b zurückführen und sagen, das ist dann n mal Delta. Und genauso können wir das auch für dieses E hier machen und können sagen, dass E an der Stelle groß I halt an diesem Index hier, das ergibt sich und dann auch für alle n ergibt sich eben aus der Funktion d, die hier auftaucht, von n mal Delta. Ja, und über dieses i, wenn man über dieses i nachdenkt, wie groß dieses i hier ist, dann ergibt sich das i natürlich hier irgendwo aus der Schrittweite, und zwar, wenn man das a, also die Länge des x-Bereiches, durch die Schrittweite teilt, dann kriegt man sozusagen die Anzahl der Schritte raus. Und da wir schon bei 1 anfangen zu zählen, läuft dieses i dann eben noch 1 weiter. Also es geht bis a durch h plus 1. Das ist das i, was hier auftaucht, eben für die Randbedingung an dieser Kante. So, und auf gleiche Art und Weise kann man jetzt auch die Anfangsbedingungen in diskreter Form umschreiben. Das heißt, aus dieser ersten Anfangsbedingung folgt dann das e für alle Index i und zum Zeitpunkt 0. Und der Zeitpunkt 0 bekommt eben auch den Index 1, weil wir fangen an mit 1 zu zählen und nicht mit 0 anzuzählen, ergibt sich aus der Funktion für alle x, also von i mal h. Und genau das gleiche kann man schreiben, die zeitliche Ableitung der diskreten Funktion i für den zeitlichen Index 1 nach der Zeit abgeleitet ergibt sich aus dieser Funktion g von i mal h. Das x ersetzen wir eben durch den Index i mal die räumliche Schrittweite h. So, und jetzt ist eben das Ziel, eine Gleichung aufzuschreiben für die elektrische Feldstärke für dieses diskrete Funktion zum Zeitpunkt 2, wo dieses klein n eben 2 ist. Und die Idee, das zu machen, ist, naja, man weiß halt, was hier zum Zeitpunkt 1 passiert. Und der Zeitpunkt 2 ist ja nur einen so einen Schritt entfernt. Wenn man jetzt nochmal eine Taylor-Entwicklung macht und von diesem Zeitschritt 1 auf den Zeitschritt 2 projiziert, dann stecken da ja irgendwie Informationen von beiden Zeitschritten drin. Und dann ist diese Taylor-Entwicklung vielleicht nützlich, den Zeitschritt 2 aus dem Zeitschritt 1 auszurechnen. Ne, durch so eine einseitige Abschätzung. Also das, was wir hier oben machen, um von hier nach hier zu kommen, die Zentraldifferenz-Näherungsformel, die hier eingesetzt wurde, ist ja eine zweiseitige Abschätzung. Die bedingt eben, dass wenn man hier was ausrechnen oder hier was ausrechnen will, eben sozusagen den Vorgänger davor braucht, den man noch nicht weiß. Und ja, wir probieren das Ganze jetzt noch einmal eben mit einer einseitigen Abschätzung. Ich nehme mal wieder blau als Farbe und schreibe eine Taylor-Entwicklung hin für die Funktion, also für das klein e, jetzt erstmal so bezeichnet, für alle x, also entlang dieser räumlichen Dimension und zum Zeitpunkt 0 plus Delta. Und wenn man das mal auf die diskrete Funktion umschreibt, dann ist das eben die diskrete Funktion groß e für alle räumlichen Indizes i und dann zum Zeitpunkt 2. Und dann können wir eben sagen, naja, das wird sich so ungefähr ergeben aus dem e zum Zeitpunkt 1.
Also aus dem absoluten Glied in dieser Taylor-Entwicklung dann eben die räumliche Schrittweite mal die erste Ableitung dieser Funktion zum Zeitpunkt, also für alle räumlichen Indizes i zum ersten Zeitpunkt nach t und dann eben die mit Delta Quadrat durch 2 die zweite Ableitung dieser Funktion i zum, für alle räumlichen Indizes i und zum Zeitpunkt 1 nach t Quadrat. Und dann noch ein Fehlerterm, der irgendwo proportional jetzt zu dem Delta hoch 3 ist und den wir jetzt vernachlässigen. So, jetzt kann man da mal scharf drauf schauen und stellt fest, hier steht eigentlich schon da, dass EI zum Zeitpunkt 2, das können wir jetzt ausrechnen aus dem EI zum Zeitpunkt 1. Das ist gut, das haben wir nämlich schon. Das steckt, ich nehme mal diese Farbe hier, das steckt sozusagen hier drin. Ne? Das kriegen wir von hier. Genauso diese Ableitung, die hier steht, die steckt ja in dieser Randbedingung drin. Die können wir bekommen aus dieser Funktion g. Und ja, das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch gebrauchen könnten, ist diese zweite Ableitung von hier oben. Und diese zweite zeitliche Ableitung, das ist genau der Term, der hier oben auch in der Wellengleichung auftaucht. Das heißt, den können wir auch mal durch die zweite räumliche Ableitung ersetzen, mithilfe dieser Wellengleichung. So, also das, was hier grün umkästet ist, genau dieser Teil, den schreiben wir jetzt nochmal neu auf. So, und zwar kann man den eben, wie gesagt, ersetzen durch mit der Wellengleichung, wie sie oben steht. Das Delta Quadrat durch 2 schreibe ich erstmal ab. Und dann das, was hier steht, das ersetzen wir jetzt durch das da drüben. Also mal C Quadrat und mal diese räumliche Ableitung, also die zweite, kein Delta, eine Ableitung. Und zwar die zweite von der Funktion e von x und t nach Quadrat. So, jetzt können wir in das auch die ja wieder die Zentraldifferenzierungsformel, also das, was da drüben steht, einsetzen und können aus dem c Quadrat und aus dem Delta Quadrat und aus dem h Quadrat, was dann hier auftaucht, eben wieder dieses Rho machen. Dann steht da, das Ganze ist Rho Quadrat halbe, das ist ein halb abgeschrieben. Und jetzt multipliziert mit genau dem, was da oben steht. Also dem Nachfolger in räumlicher Richtung minus 2 mal dem Wert der Funktion an dieser Stelle. Und dem Vorgänger in räumlicher Richtung. I minus 1. Und das n ist jetzt hier so ein bisschen unglücklich gewählt, weil es ist ja nicht zum Zeitpunkt n, es ist zum Zeitpunkt 1. Also überall, wo hier ein n steht, geht es eigentlich nicht um n, sondern es geht um den Zeitpunkt 1. So, also diese zweite zeitliche Ableitung mit Hilfe der Wellengleichung kann man durch eine zweite räumliche Ableitung ersetzen und kann dafür wieder die Zentraldifferenzierungsformel aufschreiben. Und jetzt können wir den grün unterstrichenen Teil hier, den Nachfolger und den Vorgänger wieder ersetzen durch das S, was hier oben steht. Und ja, ich lösche das jetzt hier mal weg und schreibe jetzt hier mal direkt dafür die Ersetzung hin. Also das und das ergibt das S und dann haben wir eben noch das, was überbleibt, diesen Teil hier, wobei die 2 und die 2 sich dann wegkürzen. So, also das mal einmal weggestrichen, das war jetzt nur die Herleitung. Und jetzt mal einmal einigermaßen vernünftig aufgeschrieben, was dort überbleibt, dann bleibt dort über ein Rho Quadrat halbe mal das S für alle örtlichen Indizes i zum Zeitpunkt 1, ne, mit dieser Ersetzung hier oben.
Und das, was eben dann noch überbleibt, ist minus Rho Quadrat mal das E an der Stelle I und N. So, und damit ja, ist eigentlich klar, wie sich dieses E für alle Orte zum zweiten Zeitschritt ergibt. Jetzt brauchen wir es eigentlich nur, diese ganzen Einsetzungen hier abzuschreiben. Und dann steht halt da, weil das eine wichtige Gleichung ist, schreibe ich die mal wieder in Rot, dass E von I zum Zeitpunkt 2 ergibt sich. So, und zwar aus dieser Funktion E von I, die hier steht, ne, da steckt das F von I drin. Und genau die gleiche steckt auch nochmal hier hinten drin. Da mache ich mal noch in Rot einen langen Strich, der hier so rüber geht. So, das heißt, wir haben das Ganze einmal und wir haben das minus Rho mal. Also kommt da zusammengefasst hin 1 minus Rho Quadrat mal, ja, und das E von I, N, halt, das ist ja gar nicht E von I, N, das ist hier hinten E von I, 1. Das entspricht dieser gegebenen Funktion für die Anfangsbedingung hier, also dem F von I mal H. So, damit ist dieser Term weg und damit ist dieser Term weg. Jetzt bleibt noch dieser Term über und diese zeitliche Ableitung entspricht genau dieser Funktion g, also plus Delta mal g von I und H. Und ja, dann das Einzige, was noch überbleibt, ist dieser Term hier für das s, also plus Rho Quadrat halbe mal s für alle i zum Zeitpunkt 1. So, und damit ist das Problem jetzt eigentlich komplett gelöst. Also mit dieser Gleichung hier unten, die in Rot geschrieben ist, kann man aus den beiden Anfangsbedingungen und in dem s steckt ja dann letztendlich auch wieder nichts anderes drin als eine Anfangsbedingung. Also hier kann man jetzt eben auch wieder für alle i zum Zeitpunkt 1 hier die Werte einsetzen, die durch die Funktion f gegeben sind. Und dann kann man mit Hilfe dieser Gleichung eben aus dem ersten Zeitschritt den zweiten Zeitschritt berechnen. Und dann kann man wieder die Anfangsbedingung in den ersten Zeitschritt in diese Gleichung einsetzen, den hier unten berechneten Zeitschritt, zweiten Zeitschritt hier einsetzen, kann den dritten Zeitschritt ausrechnen. Wenn man dann den dritten Zeitschritt hat, kann man zweiten und dritten Zeitschritt hier einrechnen, kann den vierten Zeitschritt ausrechnen und so weiter und so fort. Und kann mit ja, diesen beiden Gleichungen, so wie sie stehen, letztendlich dann alle weiteren Zeitschritte ausrechnen. Und ja, das Ganze ist eben numerisch stabil, solange diese Bedingung hier oben erfüllt ist, dass das Rho kleiner und gleich 1 ist. Und jetzt kann man sich noch überlegen, naja gut, wie genau sollte dann diese Schrittweite h hier sein? Wenn man mal annimmt, dass die zeitliche Lösung, also das, was hier oben so ungefähr rauskommt, dass das harmonische Zeitfunktionen sind, also irgendwas Sinus- und Kosinusförmiges, und das, naja, wird so sein, weil hier steht ja irgendwo drin, dass räumliche und zeitliche Ableitungen gleich groß sein sollen. Also kann man davon ausgehen, dass solche Lösungen vielleicht erstmal Sinus- und Kosinusförmig sind, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Anregung ab. Auf jeden Fall, wenn das so ist und man zeitlich harmonische Funktionen als Lösung hat, dann haben die natürlich auch eine Wellenlänge. Und dann kann man auf etwas ausführlicherem Wege, den ich mir jetzt hier erspare, zeigen, dass wenn gilt, dass diese zeitliche, dass diese räumliche Schrittweite hier, dieses h, wenn das etwa kleiner ist als ein Zwanzigstel der Wellenlänge, dann ist der Fehler, den man macht bei der ganzen Diskretisierung, der Fehler, der für diese Zeitfunktion, für diese gesuchte Funktion da oben für die Feldstärke entsteht, dann ist der kleiner als 1%. Ja, also ist so eine typische Daumenregel für die Diskretisierung zu sagen, eine räumliche Schrittweite sollte kleiner sein als ein Zwanzigstel der Wellenlänge. Wenn man es ein bisschen gröber macht, reicht vielleicht auch ein Zehntel der Wellenlänge. Wenn man es sehr genau macht, würde man vielleicht eher sagen, ein Fünfzigstel der Wellenlänge oder ein Hundertstel der Wellenlänge.
Ja, und damit kann man die Diskretisierung festlegen und dann eben mit dieser Gleichung aus dem ersten Zeitschritt den zweiten Zeitschritt berechnen und mit dieser Gleichung hier oben aus dem zweiten Zeitschritt alle weiteren Zeitschritte berechnen. Und damit ist dann das Feld zu allen Zeitpunkten an allen Orten bekannt und das Problem ist gelöst.